Oh, da sind wir wieder, Leute. Wir sind wohlauf gelandet. Wir waren ja da oben bei den ganzen Meteoritenkacke-Dinger da. Und jetzt sind wir da. Ich habe gelandet. Und es ist irgendwie voll hell hier. Ist das normal oder liegt das daran? Licht ab. Schaut schon ein bisschen besser aus. Nehmen wir den Scheiß da noch mit. Kann ich da aufnehmen? Ja. Haben wir den Mist da. So. Der heißt es noch immer nicht besser, also müsst ihr leider damit ein bisschen leben. Kann ich jetzt auch nicht dran ändern. Geht nicht so einfach. Ist ein bisschen schwieriger. Wir haben ja so komische Erze gehabt, da dieses Tritium und dieses Nakuda, keine Ahnung. Das ergibt dann Nakuda-Ingot und Neutronium-Ingot und Tritium haben wir, also drei neue Erze. Da habe ich geguckt, da haben wir auch neue Sachen, und zwar hier zum Beispiel diese Drohnen-Weapon brauchen zum Beispiel Tritium und dieses Neutronium. Und hier dieses Liquid-Irgendwas braucht auch das andere. Ich habe keine Ahnung, von welchem Mod das kommt. Aber es ist drin. Echt kein Plan, woher das kommt. Das könnte aber meines Erachtens nach von Dings stammen. Wie heißt der Mod jetzt? Tja, jetzt werden wir auch erst wissen, wie man das nennt. Stargate. Dass es da ein bisschen von kommt, gibt es da irgendwie so Drohnen oder sowas? Generatoren, da braucht man dieses Naku-Dingsbums, das Naku-Komponent, also das wird schon davon kommen irgendwie. Gucken, ob das irgendwo da. Nee. Kein Plan, Leute. Egal, aber auf alle Fälle hier ist es, wird's auch gebraucht, also. Naja. Deswegen, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir eigentlich so gut wie alle Sachen. Hoffe ich halt. So, unser Space Shuttle hier hat gute Dienste geleistet. Sind wir eigentlich mal gejumpt? Ja, sind wir. Jetzt sind wir nur gucken, ich möchte hier auf der Erde ein bisschen rumfahren. Das heißt, wir werden uns ein bisschen so ein Gefährt bauen. Und dann jetzt mal gucken. Wir haben ja diesen Mod, dieses Shipyard drauf, das da. XR, was bedeutet der Scheiß schon wieder? Keine Ahnung. Und das ist sozusagen eine Plattform. Steel Blades. Construction Large. Stahlplatten. Construction und Large. Und die werden wir jetzt mal irgendwo hinbauen. Ich wollte überlegen, wohin am besten. Ich mag die Station eigentlich gar nicht, aber was soll ich sonst machen? Wir könnten es einfach hier daneben hinklatschen. Das ist halt einfach so wie dieser. Wir hatten ja diesen Twin Welder, der alles geschweißt hat. Und jetzt kann man dieses Shipyard nutzen dafür. Okay, nehmen wir da, ist voll egal. Ist alles runterfliegen. Ist jetzt auch egal. Und jetzt bauen wir das hier hin. Mal gucken. 5. Wie wir das am besten hinbauen. Das mit denen ist nicht so einfach zu platzieren, das Teil da. So. So wollen wir das haben. Und jetzt mal gucken, wie es richtig steht. Ich glaube so, oder? Ja. Einmal. Wir werden da jetzt 3 hin platzieren und hier werden wir überlegen, ob wir hier, ja, dann machen wir schräge hin. Shipyard. Nee, ich wollte eigentlich die schrägen haben, habe ich gesagt. Die hier. So. Dann wir gucken, dass wir die richtig drehen. Nein. Nein. So. So, jetzt haben wir es richtig.
Und das müsste jetzt hier irgendwie. Es wird jetzt schwierig, den hier zu platzieren. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie Fixierpunkte hinmachen müssen. Dass wir den da besser fixieren können. Keine Ahnung. Vielleicht geht's dann. Ist wahrscheinlich wieder falsch gedreht, oder? Nein. So, und eins höher. Hier hin. Genau. Gut, das klappt. So. Oh, und so. Drei Stück. Jetzt bin ich am Überlegen, sollten wir oben auch gleich noch was machen oder nicht. Normalerweise würde ich hier die auch die Schräge aufmachen. Das wäre sinnvoller. Ich glaube, das werden wir auch machen, wenn man das weggruppen mal ist hier. Ich muss aber mein Inventar leeren, sonst haben wir Probleme. Ich brauche nur anfangen zu schweißen mal. Dann wird es automatisch leer. So, hier. Und hier. Die ganze Mist kann man auch endlich schweißen. Ja, könnte man. Und jetzt rupfen wir einfach hier die Station da weg. Den ganzen Mist. Und tun da auch noch so eine Schräge hin. So, weg den ganzen Mist hier. Und der Rest, was runterfällt, der fällt halt runter, ist auch egal. Wir haben jetzt schon so viel Rohstoffe, da brauchen wir nichts mehr. So, also hier ist schon das Shipyard. Und da kann man das Ganze auch direkt unsere Station anbinden. Da haben wir den Vorteil dann dadurch, dass wir gleich die Rohstoffe dann reinkriegen. Also ja nichts anderes als wie solche komischen Wälder, also die da schweißen. Nur dass es halt in Plattform ist. Einer noch. So schaut eigentlich gut aus, oder? Ja. Aber den Mist könnte man auch noch wegmachen. Ja. So, fehlt eh nach unten. Und den Mist da unten lassen wir mal. Den können wir später mal aufheben. Jetzt mal gucken. Die Stahlplatte fehlt noch. Ich muss trotzdem meinen Inventar leeren. Oder ich mache das so. Zuerst den Aufbau hier. Drehen. So. Ah, jetzt kann ich den wieder nicht platzieren, weil ich hier wieder Blöcke brauche. So. Aber jetzt wird das nicht platzieren geben, weil. Ah, doch, geht. Gut. So, kann man den gleich schweißen. So. Nummer 6. So und so. Ja, und da kann man dann drin das Schiff bauen und das wird automatisch geschweißt. Das ist cool. Mal gucken, was wir hier noch brauchen. Stahlblatt brauchen wir noch. Das heißt, wir können ja hier unten den ganzen Dreck mal aufheben. Was wir hier so rumliegen haben. Wo sind da die Sachen? Da. Weil da sind auch jede Menge Stahlplatten runtergefallen. So, hier noch. Inventory full. Aha. Ja, dann ist es voll. So, wir brauchen noch Motor, Computer. Motor, Computer. Brauchen wir hier noch? Motor, Computer, Construction. Motor, Computer, Construction. Dann holen wir Motor, Computer und Construction. Dann kann man den restlichen Scheiß hier wegmachen. Wir haben gesagt, Motor, Computer und Construction. So dass der hier fertig ist dann. So, der ist fertig, der ist fertig. Der. Der, 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 der. So, und hier noch die Reihe. Zack, zack, gut. Jetzt müssen wir den noch anschließen irgendwo. Besten hier hinten. Also, unten die Scheiße weg. Den weg. Den weg. Die Items hier fliegen rum. So, jetzt mal gucken. Wo müssen wir da runter? Der kann auch weg. So. Die Halterung braucht man nicht.
Ich schätze mal, dass hier irgendwo ein Punkt sein wird, oder? Nein, hier ist er. Gut, dann setzen wir hier den Punkt hin.